Willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu meinem Let's Play XCOM. Ja, das letzte Mal haben wir noch gegen ein fürchterlich riesiges Raumschiff gekämpft. Das hat dazu geführt, dass wir einen Haufen unserer Truppen verloren haben. Leider auch unseren Captain. Obwohl wir dieses Mal echt versucht haben, freundlicher umzugehen mit ihm. Wir haben zurzeit keine Rüstungen frei. Wir bauen gerade einen Haufen Personal Armors. Das sollte uns helfen, das Ganze etwas besser zu überleben. Hey, wir haben die Stun Bomb erforscht. Few reports. The Stun Bomb is used for capturing live human specimen. But it can also be used against most alien races. It is fired from a small launcher. Okay. Den Small Launcher haben wir eh gerade noch in Forschung. Da machen wir als nächstes. Wir haben ja letztens diese Disk gefangen. Diese Cyber. Also gefangen ist vielleicht das falsche Wort. Heruntergeholt. Wenn wir uns das mal anschauen, was man gegen die tun kann. Ja, okay, wir werden noch keine Stun-Bombs bauen. Ich hoffe, wir werden genügend von denen finden. Small, very low. Intercept. Los, Interceptor. Hinterher. Über Großbritannien. Na, schau dir was an. Bleib da. Was ist das für eines? Okay. Schieß es ab. Und na okay, das können wir nicht bergen, das ist am Grund des Meeres. Was ist das? Was? Unser Ding ist fertig. Unser General Store. Ich überlege gerade, ob wir auch eine Defense System, Missile Defenses. Was sollen wir warten? Wir können dann relativ bald Laser Defenses, das weiß ich noch. In etwa bis so weit bis zu den Laser Defenses bin ich normalerweise gekommen. Ich habe nie irgendwelche Raumschiffe gebaut. Aber Laser Defenses wäre schon eine Möglichkeit. Das weiß ich, dass das kommen wird. Also okay. Heavy Laser, few reports. Das klingt gut auch. Ha! Jetzt können wir Heavy Lasers bauen. Da werden wir ein paar bauen. Ich habe mal sagen lassen, dass wir die zu Geld machen können im schlimmsten Fall. Okay. Ah, Mist. Ich muss dann noch. Ja, bauen wir mal 10 von denen. Wir haben zurzeit keine Engineers, aber wir könnten da vielleicht 5 abziehen. Und da 5 dazugeben einfach. Passt. Das dauert zwar eine halbe Ewigkeit, aber das ist okay. So, außerdem, nicht Intercept Base. Wir haben vergessen, die Research einzustellen. New Project. Laser Cannon. Die können wir in Raumschiffe bzw. Flugzeuge einbauen. Bin nicht sicher, ob wir das wollen. Die hat eine relativ kurze Reichweite, aber dafür braucht sie keine Munition. Schauen wir halt mal. Small und very low. Intercept, der Einser, der ist schon sehr erfahren. Oh, wieder in der Wüste. Ah, da geht's aber zu. Wie schaut das aus? Ah, das ist ein ganz ein kleines. Bam! Hey, das lebt noch. Also ich muss zugeben, da sind die Aliens schon ziemlich dämlich. Und zurückschießen sind sie noch nicht so gut. Finde ich eh gut. Ich habe überhaupt kein Problem damit. So, wir werden aber jetzt nicht angreifen, weil
Es wird gleich Nacht und ich möchte nicht in der Nacht kämpfen. Mal 5 Minuten warten, bis die Nacht vorbei ist. So, schicken wir den Sky Ranger und unsere erfahrene Crew, um dieses Mini-UFO aus der Wüste zu holen. Erneut. Jo. Okay. Ja, du kannst nichts, also machst du das so. Lurschko-Hut. Du bist stark. Wie stark eigentlich? 28, du bist ja gar nicht stark. Ja, ich habe die Melee Accuracy wahrscheinlich stattdessen gesehen. Na gut, das passt schon. So, Delorn. 31, na okay. Daphne. Bei der habe ich auch, glaube ich, die Melee. Meine Güte, ich bin so dumm. Ansie van Dijk. Ja, die ist stark. Die kann das Ding weiterführen. Susanne Schmidt. Hey, du hast schon eine Ausrüstung. Sehr gut, sehr gut. Karin Ottesen. Ist auch stark. Wie stark bist denn du? 35. Na okay, das wird reichen. Aber du kriegst noch sowas mit. Edom Alemne? Was ist denn das für ein lustiger Name? Bist du auch kräftig? Jo. Definitiv. Und du schießt auch recht gut. Und Denise Gates. Cody Wind. Josef Sajac. Niseok. Okay. Passt. Erst ist sie gleich ein. Haben wir gut gemacht. Deswegen haben wir ihn als erstes rausgehen lassen. Lubosch Kohut. Schieß es ab. Noch ein Alien. Bist du wahnsinnig? Lebt der noch? Wahrscheinlich nicht. Nein, Korps. Ich finde das überhaupt nicht richtig. Wow. Huhuhu, noch näher. Okay. Du. Da ist noch eines. Wie viele Aliens sind denn da? Verdammt. Ich habe schon 3 Leute verloren. Könntest du bitte den abschießen? So, erstes Alien tot. Ah, Mist. Dann schieß auf. Na gut. Das halt nicht. Wenn ich da einen Snapshot mache. Schauen wir mal. Was? Der überlebt das?
Ach so, verdammt, ich habe die falsche Dings. Ach, das muss ich einstellen. Ich darf diese Incendiary-Dings nicht als erstes nehmen. Ärgerlich. So. Schieß doch mal auf den. Na geh, du hättest ihn ruhig umbringen können. Ach so, warte mal. Kannst du so nicht mehr als einen Snapshot vorgegeben. Das ist gut. Noch ein Alien weniger. So, was ist mit dir? Schießt bitte auf dieses Alien. So macht man das. So. Na gut. Dann gehst du halt zur Seite. Und hoffst, dass dich keiner angreift. Was ist mit dir? Du bist ein guter Schütze. Wirklich ein guter Schütze. Okay, ich glaube, ich habe alle jetzt erledigt, die da draußen gestanden sind. Das waren 4 Stück. Und sie haben von mir 3 oder 4 erledigt. Ich weiß es nicht. Ärgerlich. Warte mal. Was ist da? Achso, das ist das Alien. Also ich habe auf jeden Fall 4 von ihnen erledigt. Und sie haben, glaube ich, 3 von mir erledigt oder 4. Eins, zwei, drei. Schaust du jetzt da und da liegt auch mal einer. Ach, wie ärgerlich. Leute verloren. Das war ein Mini-UFO. Naja, immerhin waren es nur die Rookies, die. Wir sowieso verloren hätten. Ah ja, und schon ist es zu Ende, der Kampf. Na immerhin. Ein Rating von 97. Immerhin 9 Alien-Aloys, also das UFO dürfte wirklich ganz schön zerstört gewesen sein, wie es auf den Boden aufgeschlagen ist. Oh, ein neuer Captain, Min Seo-kyu. Und Susanne Schmidt ist zum Sergeant ernannt worden. Susanne Schmidt ist cool, die ist auch ziemlich gut. Na okay, das heißt, wir brauchen drei neue Rekruten. Hey, Soldaten! Kommt zu uns. Wir haben einen Pensionsplan. Brauchen wir nämlich nicht. Ihr sterbt sowieso alle bei uns. Gut, das nächste Mal, wenn ich die mit dem Raketendings starte, muss ich die Rakete entfernen und eine andere Rakete reinsetzen. Das geht echt nicht. Ich kann nicht immer mit diesen Incendiary Rockets rumschießen. Das geht gar nicht. Das ist bei diesen komischen Pelzviechern ganz gut. Können wir gleich, sind diese Körper schon da? Kann man die schon verkaufen? Weil ich brauche echt diese ganzen Sektoiden-Körper, brauche ich echt nicht. Cyberdisk Corps, sehr gut. Cyberdisk Autopsy. The Cyberdisk is well shielded and is particularly good at withstanding explosive ammunition. Okay, gegen Explosionen kann man da nichts machen.
mit Explosionen kann man dann nichts machen. The primary anti-gravity system is too badly damaged to gain any understanding of its functioning. Tja, das wäre auch zu einfach gewesen. Okay. Von Navigation könnten wir uns anschauen. Vielleicht können wir da was über das erfahren. Okay. Hey, wir haben ein Radarsystem. Jetzt. Build Facilities. Wir brauchen einen Store. General Store. Der kostet 150.000. Den bauen wir mal daher. Und wir brauchen ein Living Quarters. Den können wir uns nicht leisten. Okay. Das können wir erst nächstes Dings, weil wir werden dann bei dem da auch gleich. Dann können wir dort gleich mal was Sachen einlagern. Yep. Sehr gut. Wir haben den Small Launcher erforscht. A small launcher which fires stun bombs. Very useful for capturing live aliens. Ab jetzt geht's dran, live aliens zu capturen. Locate Research, New Project, Alien Origins, das klingt mal gut. Na, den brauchen wir nicht bauen, aber wir werden jetzt gleich mal unseren Sky Ranger ausrüsten. Wir werden da jetzt nämlich die Autokanone raushauen. Und den Rocket Launcher lassen wir vielleicht drinnen, aber die Heavy Kanone haben wir auch raus. Ich hoffe, das brauchen wir nie wieder. Und wir hauen dafür zwei Small Launchers rein. Und 8 Stun Bombs. So, dann schauen wir mal gleich. Susanne Schmidt, hast du eine Personal Armor? Ja. Okay, warte mal. Ah, schon, schon. Du hast auch schon eine. Ihr seid jetzt... Karin Ottesen, Squaddy. Ja, sie ist immerhin kein Rookie mehr. Pete de Graaf. Kriegt sowas auch. Die Rookies kriegen sowas noch nicht. Miss Gates. Ist auf jeden Fall einer. Colby Wind. Ein Rookie, aber ein guter und er war schon auf einer Mission. Ja, okay, du kriegst auch einen. Ich bin ja nicht so. Der ist auch gut. Die hat schon eine, die hat schon eine. So, noch ein Rookie. Auch noch ein Rookie, auch noch ein Rookie. Ohne Personal Armor. Amsje van Dijk. Die hat auch schon Luft überlebt jetzt. Okay. Okay, das heißt noch irgendein Rookie kriegt auch noch eine. Ah, die ist nicht zugeordnet, Sky Ranger. Er ist zugeordnet. Oder sie. Das ist glaube ich eine sie. Gut.
So, warte mal, gehen wir bei Equip Craft daher. Sieht man da die Dings? Sieht man da die Rüstungen? Nö. Das ist ärgerlich. Aber warte mal. Da sieht man die Rüstungen. Okay, alle, die auf dem Schiff sind, haben bereits eine Rüstung. Sehr gut, sehr gut. Ach, warte mal. Genau. Wir müssen Leute aufs Schiff stellen. Weil es sind ja Leute gestorben. Mhm. So, du kommst sowieso ganz vorne hin. Na, jetzt war nicht, ihr seid zu stark. Ihr sollt's lernen. Gehst auch weiter. Achso, na, warte mal. Na, vor die Sergeants zumindest. Vielleicht sollte ich tatsächlich noch ein paar von diesen Rookies von den Schwachen reingeben als Kanonenfutter. Und dafür einen oder zwei Captains raustun. Einen Captain und einen Sergeant gehen wir raus. Und gehen dann auch diese zwei Rookies rein. Ihn hier auf jeden Fall. Und ihn auch. Und die stellen wir ganz vorne hin. Ist jetzt meine Kanonenfotos. Ihr habt eine, ja, die Ehre, in der ersten Reihe zu stehen. Okay. Einsätze sind zwar gut für die Erfahrung, aber man muss es ja nicht übertreiben. Gut. Ah ja, drei neue. Die werden wir uns gleich einmal zu Gemüte führen. Was die so können. Okay. Stark ist er nicht. Feuern kann er auch nicht, aber immerhin ist er bold. Was kannst du? Na okay. Du bist stark mit Stärke 31. Su Jin Song. Relativ stark. Mhm. Mikael Sjoborg. Lukas Antoro. David Klaas. Oh Gott. Ist tatsächlich ziemlich ärmlich. Du bist ja gar nicht stark. Ja, du bist stark, Ansje. Du bist die perfekte Rocketeerin. Ah, wir werden vielleicht aber zwei von diesen starken Lasern auch noch raufstellen. Ins Schiff. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Haben wir schon welche fertig? Heavy Laser? Nein. Kennen? Nö. Ah, okay. Noch keines da. Okay, machen wir mit dem 2er Interceptor mal. Wieder über Italien, Frankreich. Da will ich schauen, ob wir noch da sind, wahrscheinlich. Und Crashlands, das ist gut nach dem ersten Treffer. Ich glaube, da ist relativ viel dann erhalten. So, na dann.
Skyranger. Auf in den Kampf. So, wir werden da jetzt speichern. Im Übrigen. Das letzte Mal haben wir gar nicht gespeichert. Und jetzt werden wir mal schauen, ob wir uns ein paar lebende Aliens fassen können. Das wäre natürlich auf jeden Fall großartig. Auf jeden Fall bis zum Anschauen werden wir uns das nächste Mal erst. Bis dahin, Herrschaften, wünsche ich euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.